Pinguin TV. Okay. Dürfen wir dich etwas fragen? Sicher. Wie war die Stimmung in der Kabine? Nein. ich denke mal, das ist jetzt dein zweiter Meistertitel in Folge. Ja. Mit den Mädels. So ist das. Spaß? Oh, das war eine schwere Geburt. Heuer war das eine schwere Geburt, weil wir einige Umstellungen gemacht haben. Aber letztendlich hat die Mannschaft sich zusammengetan und es war eine sehr kompakte Leistung von allen Spielerinnen. Und wir haben richtig in fast jedem Spiel als Mannschaft aufgetreten, wo die Leute zusammenarbeiten, hart arbeiten, zusammenarbeiten, clever arbeiten. Und der Lohn der Arbeit haben wir heute bekommen mit dem zweiten Meistertitel. Du sprichst es schon an, ihr hattet vor der Saison einige Veränderungen. Für mich war es also im Vorfeld, dachte eigentlich schon, dass es enger werden würde dieses Jahr. Bist du überrascht, dass ihr es doch wieder so früh und auch so klar eigentlich geschafft habt? Ja, wir haben uns in einigen Positionen vielleicht ein bisschen verschlechtert. Wir haben ein paar Spielerinnen verloren und wir haben ein paar dazu bekommen. Wenn man zwei neue Amerikanerinnen holt, dann weiß man nicht genau, was man bekommt. Aber es hat sich herausgezeichnet, dass die zwei zu der Mannschaft zugehört haben, von der Art, wie sie gespielt haben, mit viel Leidenschaft und viel Eishockeyverstand. Und die waren nicht Punktejäger, sondern das waren richtige Mannschaftsspielerinnen. Das hat der Mannschaft sehr gut getan und ich bin ein bisschen überrascht, dass wir jetzt schon Meister geworden sind mit nur bisher einer Niederlage, aber das ist die gute Arbeit, die wir hier im Verein gemacht haben. Nach einem Meistertitel, der so früh in der Saison erzielt wird, heißt es beim FC Bayern ja immer, ist die Mannschaft noch motiviert bis zum Ende der Saison. Wie lautet denn die Antwort des Planecker Frauen-Eishockey-Bundesliga-Trainers auf die Frage, ist die Mannschaft jetzt noch motiviert? Ja, es ist für uns keine Frage der Motivation, sondern es ist eine Frage, was tun wir jetzt? Wir haben noch Spiele und wir haben ein großes Kader. Und aus diesem Kader sind einige junge Spielerinnen, die nicht immer spielen können. Und wir hoffen, dass wir in den nächsten vier Spielen diese jungen Spielerinnen ein bisschen mehr Eiszeit geben können, damit wir für die kommende Saison wissen, wie wir die einplanen können. Ich denke mal, es gibt immer noch das Ziel, auch das Double zu holen. Also den Pokal, das steht mit Sicherheit noch als Pflichtziel eigentlich, zumindest beim Trainer, auf dem Plan ganz oben. Ja, das stimmt nicht genau, weil wenn ich den Modus von einem Pokalrunde anschaue in Damen-Eishockey, dann sagen wir, das ist nicht unbedingt mein Fall. Das ist eher wie eine Freizeit-Hobby-Runde, wo man hinfährt und ein paar Kasten Bier trinkt und versucht, ein paar Spiele zu gewinnen. Für mich ist ein Pokalrunde, wo über die Saison oder über mehrere Wochen Spiele geliefert werden. Aber gut, so denke ich, die Mädels wollen gewinnen und wir wollen alles tun, dass die Mädels gewinnen. Wir werden aber dann schon dich als Trainer auch beim Pokalturnier an der Bande sehen. Nicht, dass die Mädels sich absetzen, weil sie sagen, er hat keinen Ehrgeiz, das zu gewinnen. Na, Ehrgeiz habe ich immer, aber man muss auch realistisch bleiben. Und ich finde einfach vom Modus her, das ist ein bisschen, sagen wir mal, nicht tief genug. Da könnte man ein bisschen überlegen, die Landesliga zu integrieren oder sowas oder Nationalmannschaft zu integrieren, dass man einfach mehr Spiele hat und über einen längeren Zeitraum. Das wäre vielleicht ein bisschen interessanter. Weil wir jetzt schon tiefer gehen, eigentlich weg vom Thema Meisterschaft, aber wenn wir jetzt schon ein bisschen tiefer gehen, Ja. Du hast auch mitbekommen, dass der EWCC erstmal gecancelt ist. Es gibt wohl Überlegungen, vielleicht eine Alternative irgendwie zu machen in irgendeiner Form. Was bedeutet für dich der Wegfall vom EWCC? Ist das ein Problem für dich, die Spielerin zu motivieren, weil was Größeres weggefallen ist? Ja. Also ich glaube nicht, dass es ein Motivationsproblem verursacht. Das war ein sehr interessantes Turnier, weil man wusste, man spielt gegen gute Gegner und zwar Gegner, die anders sind als hier in Deutschland. Und das ist schon interessant. Ich hoffe, dass die eine Lösung finden, damit man andere
vielleicht anderer Format oder sonst was, aber ich finde das schon interessant, wenn man wegreist und im anderen Land Eishockey spielt gegen anderen Gegner. Das ist, sagen wir mal, insgesamt ein nettes Erlebnis. Ich entnehme deinen Worten, wir werden dich auch nächste Saison wieder an der Bande sehen und du versuchst den Titel-Hattrick dann zu erreichen. Ja, da momentan ist es ein bisschen zu früh, darüber zu reden, weil ich betrachte immer die Saison, dann machen wir unser Fazit nach der Saison. Ich werde mit Klaus darüber reden, weil es könnte der Fall sein, dass die Ziele vom Verein nicht mit den Zielen von mir übereinstimmen, dann wäre es ein Problem. Aber wir reden über alles, trinken noch Heube dabei und das werden wir schon hinbringen. Dann treffen wir uns spätestens zu Saisonbeginn zum nächsten Interview. Alles klar. Danke. Okay.